Hallo Leute, schön, dass ihr wieder dabei seid. Ich zeige euch jetzt meine November-Favoritin. Habe ich das Teil wieder für mich entdeckt. Das hatte ich ja vor ein paar Jahren mal zum Geburtstag bekommen von meinen Freundinnen. Von Remington ist das ein Death Pearl Wand. Erinnert ihr euch vielleicht noch? Vielleicht der mich schon länger verfolgt, der erinnert sich bestimmt noch daran. Ich habe das damals sehr gerne genutzt, habe es jetzt einfach schon lange ignoriert, also schon lange nicht mehr benutzt. Aber ich muss sagen, es hält so am allerbesten. Also mein Haar ist ja sehr, sehr weich und sehr glatt und er hält auch einfach nicht, so was Locken angeht, mit Lockenstab. Aber mit diesem Teil am besten. Es ist jetzt sehr spät Abend und ich habe das heute Morgen gemacht und ich war schon draußen und es war windig und ich hatte schon eine Mütze auf und alles. Aber es ist noch was da. Das ist das. Also einfach nur so rumbinden, willkürlich mache ich das. Manchmal drehe ich es in die andere Richtung, je nachdem. Es gibt dann noch mehr Volumen und so. Und ja, kann ich nur empfehlen, es wird sehr schön heiß. Und falls ihr auch Probleme habt, dass eure Locken nicht halten, dann probiert mal so ein Teil aus. Könnt ihr euch vielleicht so zu Weihnachten oder so wünschen oder euch selbst kaufen, weil ich glaube, die sind auch gar nicht so teuer. Ja, ich werde mal suchen, ob ich Links finde, auch zu allen Produkten. Dann werdet ihr sie in der Infobox finden. Als nächstes wieder ein Oldie but Goldie. Und zwar die Naked Palette von Urban Decay. Die hole ich sehr gerne, also generell raus. Ich habe sie diesen Monat sehr gerne genutzt, weil ich besonders die zwei matten Brauntöne geliebt habe. Vor allem in Kombination, das ist einmal Naked und Buck. Ein helles Braun, ein mittleres Braun und die passen sehr gut zusammen. Ich mag aber auch die schimmernden Produkte, trage heute zum Beispiel eben das mittlere Braun und habe dann einfach mit dem Ringfinger das Gold aufgenommen, das ist half-baked und einfach so aufs Augen, also aufs bewegliche Lid geschmiert. Eine gute Basic-Palette und ich finde die Naked 1 passt zu jedem. Bei Naked 2, Naked 3 ist es so Geschmackssache, würde ich sagen, aber Naked 1 ist wirklich, ja, denke ich doch bei jedem ganz toll. Da gibt es kühle und warme Töne, also es ist eine tolle Palette auf jeden Fall. Zu einem neuen Produkt, und zwar für mich echt ultra neu. Ihr kennt mich ja, ich bin ja voll der, Moment, der Dusch, das Golden Cashmere Deo Roll-On Freak. Jetzt habe ich mal was Neues ausprobiert und habe mir wieder ein Roll-On geholt, aber von Sebamed Balsam Deo, das ist parfumfrei. Extra sensitive und ist ohne Aluminiumsalz. Und sehr viele von euch haben mir schon oft in den Kommentaren unter Videos geschrieben, ich sollte unbedingt mal Deos ohne Aluminiumsalze nutzen. Ich habe auch E-Mails erhalten, das soll besser sein, weil es gibt wirklich sehr viele Aspekte, sehr viel nachzulesen. Ich weiß nicht, ob das alles wirklich so belegbar ist. Ich muss mich da noch schlauer machen, aber ja, kann ja nicht schaden, wenn etwas nicht drin ist, als wenn etwas drin ist. Also es ist mild, brennt trotz, also ich weiß nicht, warum ich rieche, das riecht mich wirklich nach nichts. Es hält bei mir lange, also ich habe keine Probleme, den ganzen Tag lang nicht. Bei mir brennt es allerdings etwas kurz, wenn ich es direkt auftrage, also besonders auch nach dem Rasieren, was komisch ist, weil da kein Alkohol drin ist. Aber, und es ist extra sensitive, aber es brennt bei mir trotzdem. Ich bin sehr, sehr sensibel. Dann etwas, was für mich sehr neu ist. Ich bin da ziemlich spät auf dem, wie sagt man, angesprungen auf diesen Trend oder was auch immer. Und zwar von Garnier, das ist die BB Cream. Das ist die ganz normale Miracle Skin Perfector, genau, BB Cream in Light. Passt jetzt ganz gut, weil ich recht hell bin. Ich bräune mich auch gerade gar nicht. Nur halt Bronzer, so, aber ich kein Selbstbräuner oder so. Ich finde sie ganz cool. Ich trage sie auch heute. Allerdings noch mit einem Puder drauf, weil sie sehr, sehr natürlich ist. Und ich finde, also ich bin zurzeit so, dass ich so im Alltag, keine Ahnung, ich brauche nicht so viel Deckkraft oder so. Es geht euch bestimmt oder sehr vielen von euch genauso, besonders Leute vielleicht, die noch in die Schule gehen oder so. Die brauchen nicht so viel Deckkraft. Da denke ich, so ist so eine BB-Cream ganz gut. Man kann sie etwas aufbauen, aber wirklich, es ist sehr, sehr natürlich. Also es es gleicht nur leichte Unebenheiten aus und das reicht mir momentan. Ich bin recht zufrieden mit meiner Haut momentan, außer dass ich hier ein bisschen Trockenheit habe, aber ich habe nicht so viel Rötungen. Von daher nutze ich auch die Gelegenheit und mir reicht dieses Produkt. Apropos unschön oder Unreinheiten oder so, da habe ich sowas ganz anderes mal als Favorit, aber es hat wirklich gut geholfen. Und zwar ist das von Compeed, das Invisible Lippenherpes Pflaster. Ich bin eine Herpesgeplagte, ja. Ich bekomme es so ein, zwei Mal im Jahr oder so. Und jetzt hatte ich neulich, wahrscheinlich stressbedingt durch den Jetlag, gehe ich stark davon aus, einfach
einen dicken Herpes genau hier bekommen. Ich krieg's immer hier unten. Und normalerweise schmiere ich mir immer sofort Zovirax drauf. Hat allerdings nicht so gut gewirkt, deswegen bin ich zum Apotheker und der hat mir das empfohlen. Und ich war echt erstaunt. Also es ist einfach nur ein Pflaster, so ein selbstklebendes Pflaster wie ein Tesafilm. Quasi exakt wie ein Tesafilm. Da ist auch nichts dran, kein Medikament oder so. Es ist einfach nur ein Pflaster eben. Das aber das Lippenherpes einfach isoliert von allem. Und das ist gut so. Und dadurch zieht sich das recht schnell zurück. Also ich war überrascht, dass es doch so schnell zurückging. Und kann es echt empfehlen. Also falls ihr vielleicht noch was sucht oder so. Also ich finde es gut. Besser als so eine Creme. Weil eine Creme sieht man auch. Vor allem sieht man das da nicht so, ne? Und die schmiert auch immer rum und so. Dann wieder ein Spiel. Ihr kennt mich ja, ich bin Horrorfreak. Und als ich damals schon erfahren habe, dass dieses Spiel kommen wird, war ich schon, musste es haben. Ich habe es auch schon vorbestellt gehabt und es kam gerade raus, als wir im Urlaub waren, dann in den USA. Und das Spiel hatte ich dann hier zu Hause, ne? Toll. Also, aber dafür hatte ich dann was, worauf ich mich freuen konnte. Und zwar ist das The Evil Within. Das ist von dem Macher von Resident Evil 1 und 2. Und für mich war das schon Kaufgrund genug, muss ich sagen. Weil, ja, ich liebe Resident Evil 1 und 2 vor allem. Das ist mein all-time-favorite-ever-Spiel. Und, oder Spiele. Oder Serie generell. Und das ist wirklich sehr cool, krass, verrückt, freaky, creepy, etc. Also das ist wirklich nichts für schwache Nerven, würde ich sagen. Sehr abwechslungsreich, macht Spaß. Die Zombies sind mal ein bisschen anders auch und stark. Ich habe es noch nicht durchgezockt. Ich bin noch dran. Es ist recht schwer auch, was gut ist. Ich mag ja mal ein bisschen Herausforderung. Falls ihr auch noch ein Weihnachtsgeschenktipp sucht, ne? Keine Ahnung, wer bei euch zockt, sei es euer Freund, sei es eure Mutter oder ihr selbst, dann kauft euch das, also wenn ihr darauf steht, vorausgesetzt ihr seid 18, ne? Mein liebstes Fashion-Item diesmal, habe ich ganz neu erst gekauft, ist dieser Hut. Wow! Ich finde ihn super geil, ist wieder so Fedora-Style. Ich finde, sieht immer sehr elegant angezogen aus, vor allem schützt es auch wirklich, es hält warm und schützt vor Regen. Das war deswegen an dem Tag, als das auch geregnet, habe ich den gleich aufgezogen. Dieser hier ist von H&M und der kostet knapp 30 Euro, ist recht viel, finde ich, für H&M, ist allerdings hier wirklich Wolle. Das hier ist so Fake-Leder, finde ich aber cool eben, dass es so Lederoptik hat. Das macht den Hut einfach stabiler, also er ist wirklich hier fest und schützt eben dann vor Regen und hat nochmal so was Besonderes, also es glänzt dann so ein bisschen. Mag ich sehr gerne. Und der, vor allem sitzt der auch gut. Also er hätte noch ein bisschen kleiner sein können, weil mein Kopf ist irgendwie sehr klein. Keine Ahnung, das Größe M, es gibt nur M und L. S wäre besser gewesen bei mir. Aber er passt. Also er ist besser als den ich vorher hatte. Der war mir viel zu groß. Der rutschte immer. Wenn ein Sturm draußen ist oder so, dann bleibt er auf dem Kopf. Sehr gut. Das waren meine ganzen Favoriten. Ich habe noch News für euch. Erinnert ihr euch vielleicht noch, dass ich letztes Jahr 24 Days of Funny Pilgrim gemacht habe? 1. Dezember bis 24. Dezember jeden Tag ein Video von mir. Das heißt, ein Advents- oder ein Weihnachts-Countdown quasi. Abonniert am besten sofort jetzt meinen Kanal, damit ihr dann auch nichts verpasst, was dann kommt. Ich mache euch auch wieder eine Playlist, dann könnt ihr auch direkt darauf schauen und könnt habt dann alle Videos auf einen Blick. Ihr könnt auch sehr gerne natürlich noch die Videos von letztem Jahr sehen. Dann bedanke ich mich und freue mich auf die nächsten Videos und auf den Dezember vor allem. Also, bis dann. Tschüss.